einfach näher dran. Flugzeug fliegt, aber startet nicht. Mit großem Interesse wurde der Start des Doppeldeckers Halberstadt auf dem Modellflugplatz unter dem Regenstein erwartet. Vorausgegangen waren zahlreiche Recherchen, viel Begeisterung und Arbeit. Auch für Oberbürgermeister Andreas Henke ist es ein Ereignis, das er selbst in Augenschein nehmen will. Ja, das ist heute ein kleines, aber besonderes Ereignis. Warum treffen wir uns hier heute auf dem Flugplatz des Modellsportvereins in Blankenburg? Es hat einen ganz besonderen Hintergrund. Halberstadt hat ja eine lange Geschichte und Tradition und da spielt auch der Flugzeugbau eine Rolle. 1912 wurden in Halberstadt die Halberstädter Flugzeugwerke gegründet. Die sind damals aus der Deutsch-Bristol Flugzeug GmbH hervorgegangen, war also ein deutsch-britisches Unternehmen. Es wurden etwa über 1000 Flugzeuge hier in Halberstadt bis 1918 hergestellt. 1918 musste im Ergebnis des Versailler Vertrages die Produktion dann eingestellt werden, also gänzliche Rüstungsproduktion wurde eingestellt. Damit endete dann auch die Halberstädter Flugzeugbau-Traditionsgeschichte. Allerdings wurden dann ab 1935 in Halberstadt wieder auf einem Betriebsteil der Dessauer Flugzeugwerke Tragflächen der sogenannten alten Tante Ju hergestellt. Ja, und Friedrich Schröter, ein alter Halberstädter, entstammt auch einer Halberstädter Fabrikantenfamilie, der auch die Halberstädter Tradition und Traditionspflege immer hochhält. Der hat sich in den Kopf gesetzt, wieder ein Stück Flugzeuggeschichte in Halberstadt lebendig werden zu lassen. Und die CD, IBAO, die CL4 also wieder aufzubauen, allerdings erstmal nur als ein kleines Modell. Und das soll heute erstmalig starten. Das hat er nun also geschafft, nachdem er über ein Jahr an diesem Vorhaben mit Partnern gearbeitet hat. Althalberstädter Friedrich Wilhelm Schröter, der Initiator des Projektes, hatte bereits vor Monaten mit Historiker Werner Hartmann und Flugzeugmodellbauer Rainer Oehlschläger Kontakt aufgenommen. Der Kenner der Flugzeuggeschichte ist natürlich auch vor Ort und wollte den ersten Flug miterleben. Das ist sehr, sehr schön geworden. Die Tradition wird dadurch in Halberstadt aufrechterhalten. Ein bisschen etwa werden eine sehr alte Flugtradition in Halberstadt. Seit 1911 wurden bei uns Flugzeuge gebaut in Halberstadt bis 1945. Und die Situation ist jetzt vorbei und wir haben hier nur einen kleinen Nachklatsch von dieser alten Tradition. Ich war in Berlin bei Herrn Dr. Steinle. Der hat vor 25 Jahren war das eine CL4 nachgebaut. Und zwar aus den Trümmern, die er aus Amerika bekommen hat, in Kisten verpackt. Die war also völlig auseinandergefallen und die haben wir neu gebaut. Ich habe damit dazu beigetragen, dass da eine Baupläne vorhanden waren, die habe ich mir besorgt. Und der hat danach die Flugzeuge aufgebaut. Davon gibt es noch drei. Eines hängt in Berlin Technikmuseum in Berlin, eine ist in Krakau in Polen und eine ist in Amerika. Ganz einfach war der Nachbau solch einer Maschine nicht, denn schließlich sollte das Modell auch fliegen können. Die Bespannung war ein Problem. Früher war das mit Stoff und heute wird das mit Kunststofffolie gemacht. Etwas zu lange dran, ist ein Loch drin, zu kurz klebt es nicht. Das war alles noch nicht so ganz so einfach. Aber ansonsten ist das ein schönes Modell, in 60 Stunden gebaut. Mit Sekt wird das Modell dann von Friedrich Wilhelm Schröter getauft. Für ihn war es nicht die erste Flugzeugtaufe. Immerhin ist auf sein Betreiben und durch seine Hand ein Lufthansa-Jet in Berlin auf den Namen Halberstadt getauft worden. Da habe ich also diese Flasche an die Maschine, an den Lufthansa-Jet werfen wollen. Und dann kam der Flugkapitän an, sagt, um Gottes Willen, schrauben Sie es auf und gießen Sie es drüber. Also er wollte auf keinen Fall, dass ich da die Flasche wie bei einer Schiffstaufe dran schmeiße. Leider ist es zu windig, um in die Luft zu steigen. Der Doppeldecker würde Schaden nehmen. Dass das Modell aber fliegen kann, wurde natürlich schon einige Tage vorher getestet. Der Erstflug war sehr gut gelungen, müssen wir sagen. Verschiedene Einstellungen haben wir noch vorgenommen am Modell, verschiedene Trimmungen. Eigentlich ist es wie bei einem richtigen großen Flugzeug bei so einem Modell. Und ja,
erfolgreicher Erstflug. Ne? Sehr gut. Heute haben wir leider ein Problem mit dem Wetter. Es ist sehr, sehr windig heute. Ne? Wie wir sehen können, wir werden nachher auch nochmal den Besuchern die Gelegenheit geben, den Motor zu hören. Ne? Es ist ein sehr schöner Viertaktmotor verbaut. Ne? Aber aufgrund der starken Windverhältnisse und der Böen ist es heute vielleicht nicht so gut zu fliegen. Der Flug wird zu einem günstigeren Zeitpunkt nachgeholt, das wird versprochen. Ja, bei den technischen Details sieht es genauso aus wie bei einem richtigen Flugzeug, wie bei dem Original der Halberstadt sozusagen. Wir haben hier an dem Modell auch die Querruder an den oberen Tragflächen, auf der linken Tragfläche und natürlich auch auf der rechten Tragflächenseite. Wenn der Pilot mit dem Steuerknüppel sozusagen die Querruder bewegt, dann fährt jetzt ein Querruder wie beim Original nach oben auf der linken Fläche und das Modell würde von der Strömung her betrachtet sich nach links neigen. Und so kann man wie mit dem originalen Flugzeug auch eine Linkskurve fliegen. Ne? Man hat natürlich nicht nur Querruder an so einem Flugzeug, sondern wie auch bei dem richtigen gibt es auch ein Seitenruder. Das ist das Seitenruder, was wir hier sehen. Und das Seitenruder nimmt man auch, um die Kurven schön sauber zu fliegen. Das heißt, um eine Linkskurve zu fliegen, geben wir dem Modell das linke Querruder, geht nach oben, das rechte geht in dem Moment leicht nach unten und in der gleichen Zeit betätigen wir noch das Seitenruder, sodass wir eine schöne Linkskurve fliegen können. Ja, was haben wir noch für Funktionen? Wie beim richtigen Flugzeug auch, hier haben wir einen Höhenruder. Wie es der Name schon sagt, das Höhenruder ist wichtig, um auf Höhe zu kommen oder Höhe zu verlieren. Wenn wir steigen wollen, ziehen wir das Höhenruder. Das Höhenruder würde ein Stück weit nach oben gehen und das Modell nimmt die Nase nach oben und steigt. Ganz vorbildgetreu handelt es sich hier um einen Viertaktmotor der Firma Saito. Das ist ein Motorenhersteller, der sich explizit eignet für vorbildgetreue Modelle wie der Halberstadt hier. Der Motor hat ca. 6 Kubikzentimeter hier, also ist relativ klein, bringt aber für dieses Modell schon eine beachtliche Leistung. Das heißt, wir können hier mit einer Leistung rechnen um die 1,2 PS und das ist schon für einen kleinen Motor eigentlich sehr gut. Ne? Damit können wir auch die Drehzahl regeln, das heißt, wir geben mehr Drehzahl, somit können wir schneller Höhe aufbauen. Zur Landung natürlich nehmen wir die Drehzahl, die Leistung vom Motor raus. Die Modelle des Lufthansa-Jets und des Doppeldeckers sollen künftig einen würdigen Platz im Museum von Halberstadt erhalten.